Servus und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf Eiskalt TV. Heute ist endlich soweit. Europa League steht an und das bedeutet Freiburg gegen Juve. Hinspiel 1-0 für Juve macht das Ganze, glaube ich, noch viel geiler, weil dadurch müsse die eine noch angreifen, die andere müsse noch Tore schießen, damit sie weiterkommen. Ich glaube, besser jetzt gerne treffen können. Ich nehme euch mit, wie immer, bei solchen Spieltag-Vlogs. Habe jetzt noch so ein bisschen Zeit, gehe ins Bad, dann gehe ich was essen. Anschließend gehe ich noch ins Gym und dann muss ich noch zwei, drei Sachen erledigen und dann geht es auch schon los, weil der Spieltag bzw. der Anpfiff ist relativ früh. Ich glaube um 6:30. Schauen wir mal, dass wir so um 5 oder so, 5:30 dort sind. Für mich heißt es aufstehen und richte, esse und dann ins Gym. Bis gleich. So, da wir jetzt fertig sind mit Essen, mit Vorbereitung. Okay, Kano, cool. Geht's jetzt weiter mit meiner Fitnessroutine. Sprich, wir gehen jetzt zu den Supplements, die ich nehme vor dem Training. Und dann nehme ich euch jetzt mit. Ihr wisst schon, um wen es gehen wird. Matchday Nutrition. Bis gleich. Dann mal los. Ich habe euch das Ganze jetzt mal vorbereitet. Das sind die Produkte, die ich nehme. Startet tut das Ganze jetzt mit Strong und Protect. Nach dem Essen probiere ich immer die Kapseln zu nehmen. Ich finde es einfach für mich wichtig, dass ich weiß, ich habe da keine Probleme. Strong, einmal für Muskulatur, Knochen. Protect für Immunsystem, Herz. Boost, 20 Minuten bevor ich anfange im Training. Das heißt, ich richte mir das Ganze jetzt hier in 300 Milliliter Wasser und habe dann so 20 Minuten Zeit, bis der volle Effekt startet. Dazu gibt es heute ein Hydro Orange, 600 Milliliter Wasser und dazu immer meine 3 Eiswürfel. Ich feiere es einfach, dann weiß ich immer, das wird kalt, das ist dann kalt während dem Training. So sieht das Ganze bei mir aus. Wie gesagt, Starter, Kapselnprodukte, 3 Kapseln davon, 2 Kapseln davon. Ich nehme es immer nach dem Essen. Dann der Boost, 20 Minuten bevor das Training anfängt. Und der Hydro ist dann sozusagen mein Wasserersatz im Gym und jeweils immer aufgepimpt mit meinen 3 Eiswürfeln. Kleiner Nachtrag noch, damit ihr wisst, wie das aussieht. 3 Kapseln Strong, 2 Kapseln Protect, Matchday Boost Blue Rest, mein Lieblingsgeschmack. Dann Hydro Orange, ihr seht, die Farben sind richtig geil rausgekommen. Wenn ihr das Ganze auch probieren wollt, ihr wisst, ich habe einen Code. Mit dem Code EISKALT spart ihr immer den maximalen Rabatt. Und ja, probiert es auf jeden Fall aus. Es bringt euch definitiv auf eine neue Ebene, gerade im Bereich Leistung. Ich freue mich auf euch, Code EISKALT und jetzt geht's ins Training. So, ich bin zurück vom Gym, bin fertig, ein bisschen trainiert, easy. War davor noch tanke und habe den Reifedruck geprüft, weil es war jetzt irgendwie schon länger mal nötig. Hat aber alles gepasst zum Glück. Und für mich heißt es jetzt Dusche, richte. Ich habe jetzt gerade das alte Trikot an von Matchday und ich habe mir überlegt, ob ich das neue anziehe, Pulli drunter. Da ich kein Freiburg-Trikot habe, wird das jetzt wahrscheinlich meine Lösung sein. Ich bin gespannt, Wetter ist richtig geil, deswegen kann man so gehen. Und ja, mein persönlicher Tipp, ich glaube, es wird der 3-1 für Juve, wäre zwar schade für Freiburg, aber ich glaube, realistisch betrachtet, so aktuelle Situationen, Juve muss, weil Liga, ihr wisst ja, mit Minuspunkte und ihre einzige Chance, jetzt noch einen Titel zu holen, so viel ich weiß, ich glaube, im Pokal sind sie draußen. Und bei Freiburg ist leider einfach nach der WM gerade so eine kleine Mini-Krise, zwar gewinnt man mal ein Spiel gegen Hoffenheim etc., aber ich glaube, Juve ist gerade aktuell einfach ein bisschen stärker. Deswegen 3-1. Aber wäre 4 Tore, wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich gehe jetzt duschen, richte meine Sache und wir sehen uns. Bis gleich. Peace.
des Turin 0:2. Torschütze für Turin, das war die 7, Federico Chiesa.